Heute möchte ich mit euch über ein Thema sprechen, das euch allen sicher schon einmal untergekommen ist. Frauen, die man lieber meiden sollte. Ihr kennt das wahrscheinlich, man trifft eine Frau, die auf den ersten Blick total charmant und attraktiv wirkt, aber schon bald merkt man da, dass etwas nicht stimmt. Und bevor man sich versieht, steckt man in einem emotionalen Desaster. In diesem Video möchte ich euch 5 Arten von Frauen vorstellen, die euch auf Dauer nur Unglück bringen. Herzlich willkommen bei den ultimativen Verführern. Wir sind dein Flirt-Kanal, in dem wir dir zeigen, wie du Frauen mit Leichtigkeit in jeglicher Alltagssituation ansprechen, daten und verführen kannst. Viel Spaß mit dem Video. Anzeichen Nummer 1. Die Drama Queen. Ihr kennt das, ihr datet eine Frau, ihr passt gar nichts, ihr macht alles falsch, sie sucht bei jeder Kleinigkeit Streit, du schreibst ja nicht zurück, sie macht Drama. Hast du eine andere, gehst du mir fremd? Sie tut über andere Leute hinziehen, hetzen, sie wirklich immer nur auf Stress aus. Du möchtest nach Hause kommen, dich entspannen, eine liebende, wunderschöne Frau haben, die dich massiert, die dich in die Arme nimmt, die vielleicht was zugekocht hat. Wirklich eine gesunde, coole Frau. Und dann kommt eine Frau, wo warst du die ganze Zeit? Was machst du jetzt? Gehst du mir fremd? Wieso schreibst du mir nicht? Und auf solche Frauen hast du keine Lust. Und wenn du diese Anzeichen merkst, dann ist der Schritt ganz einfach. Du nimmst die Frau mit ihren Koffern, schmeißt sie aus dem Fenster auf die Straße raus. Bitte nur bildlich machen, nicht in echt umsetzen. Einfach sie vor die Tür schicken, dich trennen, die Nummer löschen und wirklich dankbar sein, dass du deine Lebenszeit, Emotionen gerettet hast. Anzeichen Nummer 2. Der Kontrollfreak. Wenn eine Frau immer alles kontrollieren muss, was du machst, wo du hingehst, was ihr macht, wie alles zu sein hat. Und das, auf sowas, glaube ich, haben viele Teilnehmer keine Lust. Du willst auch deine Freiheiten haben, du willst nicht immer kontrolliert werden, du willst nicht immer alles vorgeplant haben. Du möchtest auch mal spontan sein, Sachen machen, auf die du Lust hast. Vielleicht mit deiner Partnerin in Absprache gemeinsame Aktivitäten machen. Aber du brauchst keine Frau, die immer Ordnung will. Zum Beispiel, wenn du jetzt hier siehst, hier auf dem Tisch ist zum Beispiel eine Pflanze, die stellst du einfach mal weg. Oder hier die Pepsi, stellst du einfach mal weg. Und was passiert dann? Was wird dann sein? Oh, das ist jetzt verrutscht, macht sich Stress, fass es doch gar nicht an, ich habe das schon eingeplant. Und solche Sachen, ich weiß nicht, ob du sowas erlebt hast, ich hoffe nicht. Wenn du schon mal mit solchen Frauen zu tun hattest, dann weißt du auf jeden Fall, worauf du keine Lust mehr auf dieser Welt hast. Und wenn du diese Anzeichen merkst, lauf davon, lauf schneller als Forrest Gump, nimm deine Füße in die Hand, renn, renn, renn. Am besten roll einfach den Berg runter, geht noch schneller. Anzeichen Nummer 3. Die Unnahmbare, vor allem diese Heiß- und Kaltspiele. Eine Frau, die verschlossen ist, du kannst keine tiefgründigen Gespräche führen, du kannst keinen Körperkontakt aufbauen, mal schreibt sie, mal nicht, mal ist sie offen, mal distanziert sie sich von dir, du weißt nicht, was ist. Eine Frau, die in der Regel vielleicht emotional Probleme mit Bindungen hat, wahrscheinlich aus der Kindheit Traumata hat. Und solche Frauen willst du nicht daten, denn du hast nur eine emotionale Gesundheit, die du verlieren kannst. Und du willst eine Frau haben, die nicht mit dir Heiß-Kalt-Spielchen spielt, die nicht mit dir tiefgründige Gespräche eingehen kann, die dich auch nicht ranlässt, sondern du willst eine Frau haben, mit der es leidenschaftlich ist, wo es entspannt ist, wo du Spaß hast, wo du Gespräche führen kannst, wo du dich einfach wohlfühlst und einen Seelenpartner gefunden hast. Und deshalb, wenn du diese Anzeichen von unnahbaren Frauen merkst oder von dieser Heiß-Kalt-Spiele, dann verschwende deine Gesundheit nicht, trenne dich von dieser Frau. Und wenn du jetzt wissen möchtest, wie du eben nicht solche Frauen anziehst, sondern gescheite, leidenschaftliche, wunderschöne, feminine Frauen anziehst und auf sie selbstbewusst zugehen kannst, dann trag dich unten in der Videobeschreibung ein. Im Rahmen eines Coachings lernst du diese wichtigen Flirt-Skills, die du eben wissen musst, Mindset, Rhetorik und das Auftreten, damit du eben erfolgreich bist und die gesunden, richtigen Frauen für dich anziehst. Wir warten auf deine Anfrage. Anzeichen Nummer 4. Kennst du diese Frauen, die sich extrem heiß stylen? Du sprichst sie an, sie tun auch so, ich kann es mir nicht haben. Auf einmal sehen sie bei dir eine goldene Uhr, sie sehen, du fährst einen Bugatti, Ferrari. Ich glaube, ihr wisst alle, um was es geht. Golddigger-Frauen, wer hätte es gedacht? Auf YouTube gibt es verschiedene Pranks davon, ob welche wahr sind oder nicht, spielt keine Rolle. Das ist zumindest die Symbolik und das Verständnis dafür ist fundamental. Diese Frauen sind gar nicht an dir interessiert, das sind materielle Frauen, die wollen nur dein Geld, dein Reichtum haben, deine Aufmerksamkeit in kombiniert von Geschenken, Gelds, Sugar Babes und. Ich weiß nicht, ob auch wenn du reich bist, vielleicht schaust du es an, bist ein Unternehmer, hast Geld, was auch immer. Willst du wirklich so eine Frau haben, die dich nur mag wegen dem Geld
ganz ehrlich, da draußen gibt es wunderschöne, ehrliche Frauen, die nicht nur an materiellen Dingen interessiert sind, sondern vor allem an einer starken männlichen Persönlichkeit. Und wie du zu dieser Persönlichkeit wirst, lernst du hier auf diesem Kanal. Deshalb lass ein Abo da, dann verpasst du auch diese Attribute nicht, worauf es ankommt als Mann, um eben diese femininen, schönen Frauen anzuziehen und noch nicht diese Golddigger-Frauen, Sugar-Babes, die nur dein Geld wollen und gar kein authentisches Interesse an dir persönlich haben. Anzeichen Nummer 5, die Lügnerin. Eine Frau, die ständig lügt, die immer Ausreden hat, die keinen logischen Zusammenhang haben, die nicht zu sich stehen kann, die selber Angst hat, die manipuliert, die über andere Leute herzieht, die Sachen kaputt macht. Ich glaube, wir wissen alle, was ich meine. Solche Frauen gehören auf die Straße, sie gehören nicht in eine gesunde Beziehung. Und wenn du diese Zeichen erwischt von einer Lügnerin, dann würde ich sagen, mein Bester, sei dankbar, trenn dich von dieser Frau. Mit so einer Frau kannst du keine Zukunft aufbauen. Und wenn du noch wissen möchtest, welche 6 toxischen Anzeichen Frauen noch mit sich bringen, dann schau dieses Video hier oben an.